Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver. Wir sind hier noch an der Safari-Zone, die Baoba mir jetzt vermacht hat. Also, das ist ja alles meins. Wir haben einige interessante Pokémon gefangen. Ich weiß, es gibt einige auch, die ich noch nicht gefangen habe. Also, Kangama war von ganz damals noch auf der Liste. Pantymos hat sich absolut nicht einfangen lassen. Golking ist uns da auch entwischt. Aber ich weiß, dass man diese Pokémon wahrscheinlich auch noch im Folgenden irgendwie noch fangen kann. Wenn nicht, werde ich nochmal zurück zur Safari-Zone kommen. Vielleicht dann auch offline. Ja, wir haben das letzte Mal eine Anfrage zu einem Rematch gekriegt. Auf Route 44. Das kommt mir auch relativ gelegen. Da wir. Wo ist es denn? Da wir. Ah, okay. 44 ist doch ein bisschen weiter, als ich dachte. Ich wollte nämlich noch zum Kesselberg. Ist aber gar kein Thema. Dann würde ich auf Route 44 zurück. Wahrscheinlich von Mahagonia City aus. Und dann geht's zurück in den Kesselberg, weil wir ja damals noch nicht Kaskade hatten. Und ich weiß, dass es da auf jeden Fall noch eine Etage höher ging. Es kann sein, dass wir aber noch nicht alles erkunden können, trotzdem, da uns Kraxler noch fehlt. Ich frag mich, wann wir Kraxler kriegen, ob das erst nach der Liga kommt. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht mehr. Aber dann gehen wir mal. Das ist Route 42, das heißt 44 muss in diese Richtung liegen. So, hier haben wir einen Aprikokobaum mit den roten Aprikokos, die uns schon relativ lange fehlen. Ich glaube, es gibt auch nicht so viele rote Bäume. So, warst du mit dem Rematch derjenige? Nein. Du willst kein Rematch. Möchtest du ein Rematch? Nein, du auch nicht. Du? Vielleicht? Nö. Du? Nee, der möchte auch nicht kämpfen. Du vielleicht? Auch nicht. Du? Ist denn hier noch irgendwer? Aber ich habe das doch richtig gesehen. Das muss doch hier irgendwo gewesen sein. Der vielleicht? Ja. Und wie ist es dir ergangen? Bist du den legendären Pokémon begegnet? Sie. Bin ich. Ich habe sogar eins gefangen. So, Herausforderung von Vogelfänger Arno. Mit einem Huthut auf Level 33. Ich hatte das schon letztens gesagt, dass ich diese Rematches richtig gut finde. Dadurch, dass man einfach für die Liga nochmal trainieren kann. Es wird ja immer schwieriger, im Gebüsch zu trainieren. Und ja, ich muss mein Team auf jeden Fall noch ein bisschen pushen. Ich glaube, alles unter Level 45 muss nicht in die Liga rein. Das könnte zu Katastrophen sonst führen. Deswegen muss ich mich da ranhalten und trainieren, trainieren und trainieren. Ich hoffe, dass ich bald mal mit Girafarig Psychokinese kriege. Ich hoffe, dass es das als Levelerhöhung noch lernen kann. Weil als TM habe ich es noch nirgendwo gesehen. Ich muss immer noch überlegen, welches Pokémon ich als letztes Pokémon für die Liga ausbilde. Ich bin da noch nicht so ganz auf einen Nenner gekommen.
Puh, du machst echt keine halben Sachen. Hab ich damals doch schon nicht. Du bist wirklich sehr stark. Danke, dass du so oft mit mir gekämpft hast. Ich habe viel von dir gelernt. Nimm dies als Zeichen meiner Wertschätzung. Ein Carbon, alles klar. Man sagt, es gebe drei Arten von legendären Vogel-Pokémon. Arctos, Zapdos und Lavados. Aber so wie es aussieht, gibt es noch viel mehr als nur diese drei. Okay, hat er das damals auch schon gesagt? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber danke für die Info. Das ist ja von Interesse für uns. Ich überlege gerade, ob ich auch noch Zertrümmerer brauchte für den Kesselberg, aber Morlord hätte ja noch die Möglichkeit, was zu erlernen. Ich guck mal, ging das hier schon direkt los? Vielleicht nehme ich auch schon mal einen Schutz. Na, nicht in den Müll, Hilfe. So, wie kam ich denn da nochmal runter? Es gab doch irgendwo... Hier können wir zumindest mit Stärke durch. Okay, ich glaube, für den Pokéball, da brauchen wir Kraxler. Sorry, wenn das hier so ein bisschen unbeholfen aussieht. Hatten wir den schon irgendwas gefragt? Ah, das waren schon 250 Schritte. Das ist aber fies hier. Da braucht man ja 1000 Schutz. Gut, das sieht gerade wenig erfolgreich aus. Dann gucke ich mal. Wo kam man denn dann nochmal zu diesem Wasserfall? Da kam man irgendwie hin. Da ist auf jeden Fall noch ein Pokéball. Komme ich da hin? Natürlich nicht. Da kommt man auch nur mit Kraxler hin. Super. Okay, ich habe keinen Zerschneider dabei. Ist aber nicht schlimm. So, bin ich jetzt? Ja, okay. Hier könnte ich jetzt... Ich angel gerade noch ein bisschen, weil hier Golkings zum Teil sind. Da kann ich mir das mit der Safari-Zone nämlich sparen. Ein Goldini geworden, aber es ist nicht so dramatisch, denn Golking hat eine 10%ige Wahrscheinlichkeit. Ach, vielleicht nehme ich auch einfach mal Surfer. Ich meine nämlich, die 10%ige Wahrscheinlichkeit war mit Surfer, dass ich Golking begegne. Stimmt, ich glaube, an der Angel war es nämlich noch unwahrscheinlicher. Aber ich habe ja jetzt gerade auch noch den Schutz, ne? Ah, ich bin aber auch so eine herrliche... Ah. Wartet mal. Ach. Morlord kann ja noch gar nicht Kaskade. Guten Morgen, lieber Morgen. Das war jetzt ein klassischer, lustiger... So, ich hoffe, das kann es lernen, sonst habe ich jetzt ein Problem. Ja, gut. Ah, du schaffst das, Morlord. Mit diesem Rauschen im Hintergrund kannst du doch gar nicht anders. Dann haben wir ein weiteres Pokémon, das nur aus VMs besteht.
So. Sehr gut. So, ich kann aber hier nicht an Land gehen. Ah, ja, dann schwimme ich hier doch noch ein bisschen rum. Vielleicht kommt gleich ein Goldking. Nicht schlecht. Goldin hier auf Level 25. Brauche ich aber nicht. Mache ich aber einfach mal platt. Ist immer gut fürs Training. Das ist gut gewesen. Ja, da lohnt sich das nämlich. Okay, hier ist auch nichts, wo wir noch ein Item mitnehmen können. Nein, ich möchte nicht wieder runter. Hier war ja jetzt auch nichts mehr, ne? Gut. Noch ein Goldini. Ich finde es immer noch schade, dass der EP-Teiler nicht auf das gesamte Team aufteilen kann, sondern immer nur auf ein Pokémon. Ich meine, es ist zumindest schon mal besser als gar nichts. Aber ich hätte es mir mehr gewünscht, dass es auf das gesamte Team aufgeteilt werden kann. Ich meine, es gibt, ich weiß aber nicht mehr, in welcher Edition gibt es einen EP-Teiler, der das nämlich kann. Den kann man dann an- und ausschalten. Und der verteilt dann auf alle Pokémon, die sich im Team befinden, gleichmäßig die EP. Ist zwar doof, wenn ich jetzt so jemanden wie Morlord mitnehme, den ich gar nicht leveln möchte. Aber zumindest für den Gesamteindruck ist es ganz gut. Man kann ihn ja auch dann manuell wieder ausstellen, wenn man es total unnötig findet. Aber fürs Training wäre das jetzt für mich besser, dass es auf alle aufgeteilt wird. So, kriege ich jetzt Level? Ja, noch einen, dann habe ich Level 37. Und vielleicht noch ein Goldking. Ja, fast. Ah, das Level von den Goldini variiert aber auch sehr. Das ist ja jetzt Level 15 und das eben war Level 25. So, sehr schön. Das sollte doch jetzt... Ja. Ah, wir haben Level 37 mit Girafarig erreicht. Yes! Psychokinese! Ich bin dabei. Eine Attacke vergessen. Ich weiß nicht, ob wir Eisenschweif behalten sollten. Eisenschweif ist zwar eine gute Attacke, aber ich bin ja jedes Mal irgendwie daneben. Hat eine Genauigkeit von 75. Ich empfinde Stampfer aber als eine sehr gute Attacke. Die möchte ich sehr ungern loslassen. Spukball auf gar keinen Fall. Ich brauche die Geistattacke. Und Psystrahl könnte ich ersetzen. Ich hätte dann aber zwei Psycho-Attacken. Ich weiß nicht, ob ich Stahl eventuell für die Liga noch brauche. Es tut mir leid, aber dann muss das jetzt halt so gemacht werden. Psychokinese ist richtig gut. Und ich brauche noch einen Goldking. Ah, es ist schon wieder nur ein Goldini. Ich werde jetzt gleich auch weitergehen und dann vielleicht offline Goldking versuchen zu bekommen. So, dann Ach nein, ich wollte doch Psychokinese ausprobieren. Das ist aber manchmal hier echt blöd. Dann das nächste Mal. Es kommt ja noch ein nächstes Mal. Das passt schon.
Außer es ist Gold King. Okay. Okay. Das ist in Ordnung. So, Ampharos, ich brauche einmal die Donnerwelle. Und dann nehme ich noch Morlord, weil Morlord hat am besten Chancen, Schaden zu produzieren, ohne Golking zu töten. Wow, was denn jetzt los? Versuchen wir mal Stärke. Oh, das ging jetzt so lala, ne? Da seht ihr jetzt auch mal die VM-Attacken im Kampf. Hat ja gar nichts gebracht. Oi. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ja, jetzt kommt noch einmal Whirlpool. Und dann müsste ich auch langsam mal einen Ball werfen. Weil sonst könnte es doof werden. Wir versuchen erstmal einen Superball. Und niemals aus Versehen den Meisterball nehmen. Ja, fantastisch. Das hat doch schon mal besser geklappt als in der Safari-Zone. So, Golking hat jetzt auch einen Pokédex-Eintrag gekriegt. Golking ist ein Goldfisch und ein Wasser-Pokémon, ist 1,3 Meter groß und 39 Kilogramm schwer. Ist leicht in Löchern, die es mit seinem Horn in Felsen gebohrt hat, damit sein Laich sicher ist. Interessanter Fakt über Golking. Dann kann ich jetzt bald in der Box auch Golking und Goldini zusammenpacken. So, wo sind wir denn hier gelandet? Das fragen sich die Pokémon hier auch. Ein Radikal, okay. Aber auf Level 30, nicht schlecht. Das können wir zum Training benutzen. Ah, das ist eine Unlichtattacke, die ist sehr gefährlich mir gegenüber. Okay, ich glaube, wir müssen hier so ein bisschen rumsurfen, um alles einmal zu erkunden. So, hier ist nichts. Gut, schwimm da noch einmal hoch. Ich habe natürlich gesehen, dass da einmal ein Pokéball lag. Wenn ich darunter gehüpft wäre. Oh,
Oh nein. Ja, natürlich geht die wieder daneben. Könnte es denn anders sein? Oh nein, wie assi. Gut, wir wollen natürlich nicht, dass die EP verloren gehen. Ich nehme mal Megani. So, ich muss auf jeden Fall Girafarik wiederbeleben, weil ich nämlich sonst den EP-Teiler da umsonst drauf habe. Ich kann es aber auch gerne so machen, dass ich das jetzt einmal tausche. Und zum Beispiel Megani wieder nach vorne nehme. Nö. Megani lässt seinen Blick umherschweifen. Ist genauso verzweifelt wie ich. Sehr schön. Vielleicht ein neues Wasser-Pokémon? Nein, ein Goldini. Aber das hält mich nicht auf, dich zu besiegen, Goldini. Vor allem, damit ich Level 41 erreiche. Sehr schön. Das heißt für mich, dass wir wieder tauschen. Bis dann alle nach der Reihe Level 41 erreicht haben. Das ist aber hier alles schon sehr verwinkelt. Oh, ein Mashok. Ich hoffe, dass wir bald Erdbeben oder irgendwie was dergleichen lernen. Nidoking ist schon so mein kleines Ass im Ärmel mit seinen unterschiedlichen Attacken. Sehr gut. Nanette ruft an. Guten Tag, Chi. Nanette am Apparat, wie geht's? Na, was hältst du von einem Kampf gegen die große Nanette? Ich warte hier Route 46. Okay, langsam fangen die ganzen Trainer an, uns anzurufen wegen den Rematches. Soll uns recht sein. Fluchtseil. Okay, seitdem wir Schaufler mit Nidoking können, ist das ja so ein bisschen, gehört das der Vergangenheit an. Aber ein Fluchtseil ist nie verkehrt. Ein Macholo. Manche sagen auch Macholo, aber ich bin eher mit dem Kr, also bei Macholo. Gut, jetzt bin ich einmal bei Nidoking, jetzt bleibe ich auch dabei. Aber im nächsten Zug sollte ich wieder die Pokémon einmal rotieren lassen. Wieder an erste Stelle setzen. Denn wir dürfen nicht vergessen, das nächste, was uns erwartet, ist die Liga. Und vielleicht nochmal Smash. Aber sonst ist da nicht mehr so viel. Achso, Quatsch. Ich wollte doch Ibitek auf Position 1 nehmen. Thank you.
Ein Elixier, sehr gut. So, wie kommen wir? Ach, da muss ich von oben wahrscheinlich runterspringen. Ein Georock. Ist gar nicht schlecht, weil Flug ist, glaube ich, ganz gut gegen Gestein, oder? Nee, doch nicht. Dann war's. Ah, dann war das, dass ich da gegen diese ganzen Bodenattacken immun war. Irgendwas war da. Was? Das ist doch jetzt asozial. Die immer mit ihrem Finale. Stopp, 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 stopp. Ich habe überlebt. Ja, Ibitak, ich heil dich auch. Denn ich möchte ja, dass du auflevelst. So, einer geht noch. Sich einmal da hoch und runter hüpfen. Noch ein Georock. Möchte mich aber auch nicht alleine lassen. Die sind effektiv gegen mich. Ist natürlich doof. Dann sollte ich vielleicht gleich noch mal wechseln. Oh. Das habe ich mir jetzt gedacht. Ist aber nicht schlimm. Dann kriegt die EP halt Ampharos. Oder auch nicht. Gut, das Plus-Minus-Spiel fand ich ganz gut. Dann gehe ich wieder auf Girafarik. Knie nieder. Das war jetzt aber hier ein hartes Stück Arbeit. Ich hoffe, es gibt ordentlich EP. Ist in Ordnung. Dann werde ich jetzt aber Ibitak beleben. Und dann noch mal eine Runde Supertränke springen lassen. Ich muss jetzt wahrscheinlich hier und hier, genau. Oh, Drachenhaut. Drachenhaut, eine dicke und starke Haut. Drachen-Pokémon tragen dieses Item gerne bei sich. Ja, und vor allem kann ich mit der Drachenhaut eine Evolution auslösen. Ich glaube, es war die einzige Evolution mit Drachenhaut, die es gibt. Und das, ich glaube, das kennen auch die meisten. Also man kann Seemon zu Seedralking verwandeln. Also ich habe genau die falsche Seite genommen, wa? Dann gehe ich erstmal hier zu diesem Forscher-Typ hier. Oder auch nicht.
Maschok. Ich glaube, ich benutze gleich nochmal einen Schutz. Weil es sind anscheinend nicht so super interessante Pokémon hier. Was macht der denn da? Oh. Ist ganz schön effektiv. Ah gut, dann regelt Megani halt. Sehr gut. Dann schütze ich mich jetzt einmal kurz. Ein Top-Trank, den nehme ich auch dankend. Noch mehr Schutze kaufen, denn das wird sonst wirklich nervig in diesen ganzen Höhlen immer. Mache ich dann aber, wenn ich das nächste Mal in der Nähe von einem Supermarkt bin. Das war gar nicht effektiv, da war ich doch schon. Bin aber auch so eine. Sein, dass es doch hier dieser Forscherfreund ist von dem einen. Ist auch noch was? Ein Sonderbonbon. Das ist immer gut. Sobald das nächste Mal Girafarik gelevelt hat, kriegt es das direkt. Okay, ja, der wollte kämpfen. Das ist sowas von offensichtlich. Yo! Urban! Okay, ist der jetzt ein ganz fresher Swaggity Swag? Eine Herausforderung von Streber Randolph. Mit einem Seemon. Tja, schade, dass du die Drachenhaut nicht gefunden hast. Aber auf Level 39, der ist relativ gut gelevelt. Oh, Giftdorn, okay. Das habe ich nicht kommen sehen. Gut, und mit dem ist er da auch den Wasserfall hochgekraxelt. Ja, gut, ich wechsle ja schon. Dann machen wir es mal so. Das war's wohl. Ach du Schreck. Du bist ja jemand ganz anderes als wer. Und die Mutter ruft an. Hat aber wahrscheinlich nichts Besseres als wieder ein paar Sachen von meinem Geld gekauft. So. Eigentlich sind ich und mein Kollege hier am Kesselberg auf Expedition. Aber dann haben wir uns verlaufen. Ist hier zufällig ein Trainer über den Weg gelaufen, der Fleckmon verwendet? Mit seiner Attacke Stärke ist er einfach unfassbar stark. Kann man die irgendwie wieder in so eine... Ups. Oh Gott, ich hätte auch hier durchlaufen können.
Wie dämlich ist das denn bitte? Benutze mal meinen letzten Schutz. In der Hoffnung, dass ich jetzt auch mal ankomme. Ah! Ich bin da runtergehüpft und weiß es, wusste es nicht mehr. Oh nein, wie dämlich. Oh, ist das gemein. Ja, ist ja gut. Ne, ich muss hier lang. So, ich sehe hier aber auch gar keinen Pokéball mehr. Doch, da. Okay, dann muss ich hier nochmal hoch. TM40 Eroas. Ja gut, die hat Ivitak nun mal schon, aber sehr schön, dass man hier diese TM findet. Ja, gleich ist wahrscheinlich der Schutz schon wieder unwirksam. Boah, das ist ja aber wirklich so ein von Hölzchen auf Stöckchen. Wahrscheinlich da lang. Ja, ist ja gut. Ich könnte auch gleich nochmal die Angel hier schwingen. Beißt aber nichts an. Weiß schon wieder nichts an, okay? Alle guten Dinge sind drei. Weiß nichts an, okay? Dann akzeptiere ich das. Ein Kleinstein auf Level 31. Huiuiui. Ausnahmsweise flüchte ich jetzt gerade mal, weil ich muss Ivitak tauschen. Na, dann nehme ich mal Ampharos. Nur Ampharos. Huch, Ampharos trägt irgendwas mit sich herum. Ampharos hat es mit großer Freude an dich abgetreten. Eine alte Klaue. Ich glaube, wir müssen mal wieder nach Dukatia City zu diesen Fotoleuten. Und uns mal angucken, was in dem Modekoffer alles drin ist. Aber erstmal muss ich dieses Radikal hier besiegen. Und natürlich grüßen. Tja, da hat es sich wohl paralysiert. Ein Kleinstein. Okay. Kann ich jetzt aber nicht so gut gebrauchen. Jetzt lassen sie mich gar nicht mehr in Ruhe. Okay, ein Golbat. Das kann ich mit Ampharos sehr gut platt machen.
So. Dann werde ich sagen, es bleibt spannend und mal sehen, was uns da unten am anderen Ende der Leiter erwartet. Ich kann mich, wie gesagt, ehrlich gesagt nicht mehr so ganz an den Kesselberg erinnern. Und mal schauen, ob wir dann einen kleinen Clearrun durch den Kesselberg haben, dass wir nicht noch ein zweites Mal hierhin, oder beziehungsweise wir sind ein zweites Mal ja da, ein drittes Mal wieder hierhin zurück müssen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.